in Deutschlands Verbraucher, Sender Nummer 1. Der Sender für die emanzipierte Hausfrau. Auch ich, meine Damen und Herren, bin tagsüber unterwegs in unseren Supermärkten, um einzukaufen, um Preise zu vergleichen und zu sagen, wo kriege ich Top-Qualität zu Spitzenpreisen? Und fast immer treffen wir uns wo? Bei Aldi. Das Schöne ist, bei Aldi gibt es in Zukunft Frischfleisch. Und zwar, Sie müssen darauf achten, das Fleisch ist frisch, wenn Sie es in den Korb lagen, allerdings wahrscheinlich nicht mehr, wenn Sie an der Theke angekommen sind. Nicht, weil es so kurzfristig ist, sondern weil die Schlangen so lang sind. Es gibt gibt's bei Aldi auch schon Häuser. Bei Plus gibt es Häuser. Habe ich doch neulich erzählt. Und vergessen? Holter! Fenter! Haltbarkeitsstempel auf dem Fleisch, mindestens haltbar bis Istanbul. Frischfleisch. Ich habe heute 5 Stunden gebraucht, um Frischfleisch aussprechen zu können. Frischfleisch, ohne zu klingen wie Rudi Carell. Frischfleisch. Helmut Schellett und Ben. Heute Abend sind wir international wie selten. International wie selten. Zum einen haben wir zwei junge, großartige Künstlerinnen zu Gast, geboren in der Türkei, leben in Wien, bekommen in wenigen Tagen den Echo Classic Musikpreis. Sie werden hier an 2 Flügeln spielen, und zwar eine Bearbeitung der Jahreszeiten, 4 Jahreszeiten von Vivaldi. Heute Abend bei uns Ferhan und Fersan Önder. Hier sehen Sie etwas präpariert, meine Damen und Herren, das die Älteren unter Ihnen, die die große Zeit der D-Mark noch erlebt haben, ja, die noch Schlösser an der Côte d'Azur hatten, bevor ihnen die Kommunisten in der SPD alles weggenommen haben. Damals folgendes, wir haben kürzlich festgestellt, ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich Yves Saint Laurent in einem Kastenwagen, nicht Kastenwagen, sondern Kombi, in einem Kombi, so in Frankreich an mir habe vorbeifahren sehen, mit dieser Hammerbrille. A la Onassis. Und ich sage, eigentlich brauche ich auch so eine Onassis-Brille. Nicht für immer, aber wenn es darum geht, Onassis-feindliche Tendenzen zum Beispiel zu bekämpfen, ja, wenn es geht, Ja zu sagen zu unseren Tankerkönigen, wenn ich mich an die Besserverdiener-Klientel wende, die vielleicht sagt, was ist los mit der FDP, wo finden wir eine Heimat, dann sollte ich so eine Brille haben. Aber ist Onassis ein Mann, der bei der AOK ist und sagt, wo muss ich nichts dazu zahlen? No. Das Stichwort heißt Massanfertigung. Und wo hat Monsieur Onassis so eine Brille machen lassen? In Paris, wo die Welt der Onassis-Brille zu Hause ist. Und es gibt nur noch einen Optiker in der Nähe von Paris, der auch noch heute diese Brillen à la Onassis anfertigt. Denn diese Brillen, Achtung, meine lieben Tierschützer, aufgepasst, sind aus Schildpatt. Um es gleich vorweg zu sagen, die Verarbeitung, der Handel sowieso, aber auch das Arbeiten mit Schildpatt ist in Deutschland verboten. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Schildpatt-Schildkröte, sie heißt anders, aber sie hat diesen Schildpattpanzer auf dem Rücken, im Indischen Ozean vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch wenige Exemplare. Karettschildkröte. Die Karettschildkröte darf nicht mehr angetastet werden, aber es gibt natürlich noch aus der früheren Zeit, als es noch erlaubt war, Schildpattvorräte. Und über solche verfügt in einem gewissen Maße unser heutiger Gast. Das heißt, eine zutiefst europäische Angelegenheit für Menschen, die sagen, jawohl, die Mehrwertsteuer soll steigen, die Krankenkassenbeiträge sollten angeglichen werden, die Bahn soll umsonst fahren, aber auf meine Schildpattbrille möchte ich nicht verzichten. In Frankreich, und wer war es wieder, der es ihm ermöglicht hat, unserem Gast weiterzuarbeiten? François Mitterrand. François Mitterrand war nämlich bei unserem heutigen Gast und hat gesagt, s'il vous plaît, der Kanzler kommt, ich möchte schick aussehen, eine Schildpattbrille. Klar. Und da war dieser Beruf, der heißt in Frankreich Écailliste. Heißt der Écailliste? Ja. Ja. Écailliste et Lunetier. Lunetier ist der Optiker. Der war kurz davor, verboten zu werden. Und dann hat Monsieur François Mitterrand eine tolle Idee gehabt. Er hat gesagt, Moment, Sie sind doch kein Optiker. Sie sind, bling, Künstler. Und als Künstler darf
Monsieur weiterhin Schildpatt verarbeiten. Ja, aber Künstler dürfen doch Material verwenden, wie sie wollen. Natürlich. Ja. Also, ein zutiefst europäisches Problem, das eigentlich, wenn der Milosevic-Prozess zu Ende ist, in Den Haag weiterverhandelt werden sollte, darf ein französischer Optiker aus unserem befreundeten europäischen Nachbarland Frankreich in einer deutschen Fernsehsendung eine Schildpattbrille anpassen, darf der Moderator die später auch tragen bei gewissen Onassis-Feierlichkeiten, obwohl in Deutschland die Verarbeitung von Schildpatt verboten ist. Er hat, glaube ich... Bitte? Ja, nee, sagen wir mal nicht, lieber. Wir können es nicht entscheiden. Nein. Wir sagen nur Ja zur Schildpattbrille, ohne allerdings die Schildkröte weiter zu jagen. Ja. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Schildpattkröte was getan, nicht mal angefasst. Nein. Aber mir fiel ein, schon wieder eine Beziehung zu unserem Hausautor Joris Karl Huysmans, diesem Roman, den wir vor einem halben Jahr empfohlen haben, ja, gegen den Strom. Der Hauptdarsteller dort sitzt in seinem Haus in der Normandie, hat sich, die Knechte müssen sich den Kopf mit Tuch überhängen, weil sie so hässlich sind. Und er frühstückt um 8 Uhr abends und dann hat er sich eine Schildkröte mit Gold überziehen lassen. Und die Schildkröte stirbt natürlich. Ach so. Literatur. Ja, natürlich stirbt die Schildkröte. Ein heikles Thema. Können wir vorstellen, dass wir heute Abend ein großes Nachfolgethema für viele andere Themen, die unsere Nation bisher beschäftigt haben, aufreizen? Der Schildpattkrieg. Patt im Schildpattkrieg? Da sind Sie Patt, was? Die Schildkröte, wie heißt sie? Karett. Die Karettkröte lebt noch in wenigen Exemplaren. Sie darf nicht mehr angetastet werden. Nein, sie ist ja vom Aussterben bedroht, dieses Material angehäuft wurde. Natürlich, aus aber dem jetzt, du dir eine Brille machen genau, lässt. Genau. Und wo sind? Ja, aber die Frage ist, könnte ich ja moralisch gesehen sagen, nein, das war in einer moralisch finsteren Zeit, als ihnen der Panzer vom Rücken gerissen wurde. Ja. Große Schildpattlager noch in Kuba, das letzte sozialistische Bruderland. Ja. Ich könnte natürlich sagen, ich lehne es ab, eine Schildpattbrille zu tragen, weil ich moralisch so hochstehend bin. Aber das Zeug muss weg, ne? Bitte? Das Zeug muss weg. Ja, was passiert dann mit dem Schildpatt, das ich nicht im Gesicht habe? Wird es wieder an die Schildkröte hingebracht oder was ist damit? Ein zutiefst moralisches, philosophisches, europäisches, völkerrechtliches Problem. Und wir sind überfordert damit. Ich lasse mir jetzt erstmal heute so eine Brille machen und dann sehen wir weiter. Genau. Ich finde, das ist eigentlich der diplomatisch richtigste Schritt. Absolut. Monsieur Chirac hat sich, glaube ich, auch kürzlich eine Brille so machen lassen, habe ich gehört. Giscard d'Estaing auch? Giscard d'Estaing auch? Glaub, bitte. Ja. Und der ist in einem europäischen... Danke, Schildpatt Sven. Bei uns gleich zu Gast der Écailliste Lunetier aus der Nähe von Paris, Monsieur Christian Bonnet. Es sieht schon sehr toll aus. Eine leicht dekadente Eleganz aus verblichenen Zeiten. Aber sieht das wirklich so viel anders aus als die Imitate, die es davon gibt? Ja. Es hat dieses gewisse Etwas. Aber hast du diese Imitate schon mal gesehen mit diesen breiten Bügeln? Nee. Dir tut jetzt wieder die Schildkröte leid. Ja, nicht wirklich. Ich habe nichts mit Schildkröten am Hut. Ja, aber warum? Du würdest jetzt eher zum Imitat greifen. Ja, weil es billiger ist. Ja, aber du hast nicht dieses Onassis-Feeling. Du brauchst ja... Onassis hatte 40 Brillen und er brauchte 40 Brillen. Ja, klar. Ja, auf dem Tanker eine, auf dem Boot eine, als er Jackie gesehen hat eine, wenn Callas wieder Terz gemacht hat eine. Onassis brauchte einfach 40 Brillen. Klar. Und dieses Original-Onassis-Feeling hast du nur, wenn du sagst, es ist eine maßangefertigte Schildpattbrille vom einzigen Optiker in Paris, der es überhaupt noch kann. Klar. Das gehört schon mit dazu. Ja. Das ist, wenn du mit dieser Brille dann dein Huysmans liest, ja, mit den zugehängten Zimmern tagsüber, wo draußen die hässlichen Diener vorbeischleichen, erst dann weißt du, was Frankreich zur Grande Nation macht. Was uns fehlt mit Ganztagsbetreuung und Superminister. Ja zur Dekadenz mit dieser Brille, aber es kann natürlich sein, dass die Schildkrötenlobby, weiß man darüber was in Deutschland? Wie ist die Schildkrötenlobby? Also die Tierschutzlobby ist sehr stark. Ja, zu Recht. Ja. Ich trage auch zum Beispiel keinen Pelz. Ich habe nicht mal Tiere. Ja. Ich bin für Tierschutz. Nur wie gesagt, diese Schildpatt ist ja nun mal da. Ja, eben, klar. Aber du verstehst meine Bedenken. Ja, aber natürlich, die hast du ja jetzt dargelegt.
und Monsieur Bonnet, ein Charmeur der ersten Güte. Ich habe ihn gerade schon begrüßt. Das ist Frankreich, wie man sich vorstellt. Toll, ich könnte vorstellen, dass ich vielleicht nach Frankreich muss, um mich dort... Nein, in Frankreich ist ja erlaubt. Eben. Ja. Ja. Ansonsten nehme ich diesen französischen Staranwalt, Verger, der sie alle verteidigt. Ach, oh, oh, ja. Oh, oh, oh. Den gebürtigen Vietnamesen, glaube ich, oder die Mutter ist Vietnamesen, ein Superstaranwalt. Ja, so. Ja, ich weiß. Helfen Sie mir, Monsieur. Hm? Je suis une victime de Schildpad. Eigentlich müsste auch der Bundespräsident da eingeschaltet werden oder so. Das irgendwie, oder so. Vielleicht gibt es ja gar keine Proteste. Vielleicht freuen sich ja alle, dass du bald eine Schildpadbrille hast. Wenn du in Deutschland, wirtschaftlich am Abgrund, ja, Pleite, die ja. Banken heute zusammengebrochen, 60 Millionen Arbeitslose. Wenn ja. du dir da in einem Privatcenter eine Brille machen lässt, maßangefertigt von einem Tier, das vom Aussterben bedroht ist, ja, da muss es Reaktionen geben, sonst wäre ich enttäuscht. Ja, okay. Sehr gespannt. Ein schmaler Grenzgang, ja, aber ich will unbedingt, ich will dieses Onassis-Feeling spüren. Ich merke, du bist nervös. Na, ich bin total relaxed. Ich meine, für mich ist das nichts. In der Probe hat ja der Herr gesagt, ich hätte, mein Gesicht wäre nicht fein genug. Für so eine Brille? Ja. Muss man ein feines Gesicht haben? Ja, irgendwie. Ja, man sollte natürlich ein fein zeselliertes, marmorbüsthaftes Gesicht wie Onassis haben. So wie es Onassis hatte. Okay, kommen wir mal zum Thema, bei dem jeder wirklich sagen kann, okay, da können wir entspannen. Welches Bier trinkst du ja, heute? Genau. Ich trinke auf die Buchmesse und auf die Buchpreis-Binding ein Binding. In einer losen Reihe hier, meine Damen und Herren, geben wir Mitarbeitern die Gelegenheit, liebe Freunde und Verwandte zu grüßen. Und heute ist unser lieber Kollege Uwe. Hallo Uwe. Wir haben für Uwe diesen verträumten romantischen Rahmen, den man immer hat. Ja. Wenn man grüßt, können wir den mal haben. Süß. Oder? Süße kleine Teddybärchen. Uwe grüßt Marco und Michaela. Freunde von dir? Ja, sind Freunde von mir und halt, ich bin Marcos Trauzeuge. Oh, ja. Also sozusagen schon lange verheiratet die beiden? Seit 4 Jahren. Aha, also wünschen wir weiterhin alles viel Glück. Und jetzt bitte Uwe die Grüße. Ich grüße Marco und Michaela und Michaela ist am Sonntag Mutter geworden und, oh. und Marco ist ein stolzer Vater und wir wollten eigentlich zusammen den Köln-Marathon laufen. Und am Sonntag kriegte sie dann leider ihr Kind und dann ging es halt nicht. Also konnte ich alleine laufen. Uwe, grüßt den Marco und Michaela. Danke, Uwe. Ja. Denn Uwe ist den Marathon gelaufen. Uwe ist den Marathon gelaufen am Sonntag. Unglaublich. Habe ich nicht gewusst. Na, ich dachte auch, keiner in der Firma wäre diesmal gelaufen. Er ist den Marathon gelaufen. Uwe ist den Marathon gelaufen. Und das Schöne ist, sie wurde Mutter und er wurde Vater. Genau. Das ist heute im modernen Ehen nicht selbstverständlich. Absolut. Ja? Na, 4 Jahre. So, Schluss jetzt mit dem deutschen Sozialversicherungssystem, meine Damen und Herren. Jetzt heißt es zurückgelehnt, genießen Sie die Welt der 50er Jahre, der rauschenden Partys irgendwo in der Ägäis. Unser Optiker. Lunetier et écailliste aus Paris. Herzlich willkommen, Monsieur Christian Bonnet. Hey, Madame Nathalie. Sie alle kennen Sie, unsere liebe Freundin Nathalie. Sie wird übersetzen. Ja? Je vais traduire. Herzlich willkommen. Bienvenue. Haben Sie noch viele Merci. Kunden, die sich diese teuren Brillen kaufen? Est-ce que vous avez encore beaucoup de clients qui peuvent se permettre d'acheter d'aussi chères lunettes et articles? Oui, heureusement quand même, parce qu'il y a, comme vous l'avez pu le voir, une échelle de couleurs et donc une échelle de prix. Ja. Ja,
Gott sei Dank, weil wie Sie können sehen, es gibt eine große Auswahl, Palette von Preis und Farbe. Weil wenn Sie sind teuer, wenn Sie dunkler sind. Ja. Wenn Sie sind heller sind, Sie sind teurer. Alors, würde ich sagen, nous commençons. Fangen wir an. Si je peux me permettre, oui. une explication complémentaire, c'est que la matière est une chose, mais ce qui est important pour que les gens portent ces montures, c'est aussi le goût qu'ils portent aux belles matières et aux choses faites à leur mesure. Okay. Ce n'est pas que le prix qui compte. Ja, klar. Er sagt, es ist nicht nur eine Preisgeschichte und Frage, aber die Personen müssen sich auch interessieren an Sachen, die Wert haben. Ja, man so muss wie die schönen Dinge, les belles choses. Man muss ein Amateur sein von Belles. Ein Liebhaber. Ja. Monsieur Christian Bonnet aus der Nähe von Paris wird jetzt Maßnahmen. Je vais abnehmen die Brille. Vous, il doit enlever ses lunettes? Ah oui. Ja. Ah oui. Ja. S'il vous plaît. Ah. Beinahe blind. Aveugle. Il est presque aveugle. Bien comme ça. Presque aveugle. Ja. Alors, je vais commenter un peu ce que je fais pour vous et votre public. Er wird kommentieren für dich und für dein Publikum. Ja. Voilà. Ce qui est important sur la monture que je vais vous faire, tous les visages sont différents. Donc, il y a des paramètres très importants pour faire une monture sur mesure, qu'elle soit en écaille ou en autre chose, s'il était possible de faire... So, zu sagen, alle Gesichter sind unterschied. Ah. Hätte man nicht gedacht. Ja. Mais comme les beaux tissus pour un costume sur mesure, il faut une belle matière pour faire une lunette sur mesure. Man muss ja. Wie ein schönes Kleid muss auch die Brille für das Gesicht passen. Voilà. Alors les paramètres importants pour vous faire une monture sont votre écart pupillaire, la longueur qu'il vous faut, qui va être pas mal hein, quand même pour vous faire. Man muss aufpassen zwischen die Abschied zwischen deine zwei Augen. Abstand, nicht Abschied von Augen. Der Abstand, ja. Der Abstand. Und zwischen deine Augen und deine Ohren. Und den Ohren. Ja. C'est normal ou c'est un peu... C'est normal. Par rapport à votre stature, c'est normal. Ah, für die Größe ist es compliqué. Tout vergleich zu deine Größe, ja, c'est normal. Donc vous êtes grand, il faut beaucoup de tissu pour le costume, il faut beaucoup de matière pour la lunette aussi. Oh, vorbereitet sich schon. Sagt, braucht viel Stoff für die Brille, weil du groß bist. Ja, natürlich. Und während, ja, du weißt, was das heißt. Alors, ce qui est très important pour votre lunette sont la position de vos oreilles par rapport à la position de votre nez et les trois angles différents qui forment un nez. Pour avoir un très grand confort et mettre une monture et l'oublier complètement. Ja, genau. L'écaille est une matière extrêmement légère. Sie müssen bequem sein. Sag ihm das nicht, wetten das mit 90 Minuten. Alors, je vais prendre quelques mesures. Allez-y, monsieur Bonnet. Regardez dans la gauche, là. Pour prendre vos mesures, votre écart pupillaire. Ah bah oui, votre écart pupillaire. Vous avez 65 d'écart pupillaire. 65 von diese. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Du weißt, er hat mir gesagt, normalerweise, das dauert 10 Minuten. Ja, wir haben die Zeit. Ah gut. Alors. Er arbeitet ja schnell. Soulever. Regardez un petit peu sur la longueur qu'il faudra. Pour vos branches, environ 150 de longueur. 150 von die Länge für die Bügel. Das wird teuer. Voilà. Yeah. C'est important pour là. Et alors, ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir bien prendre les angles de votre nez, c'est vous chausser une autre monture dans le style de ce que nous faisions pour M. Aristodonazis. C'est-à-dire une forme plastique forme. Coq. Yeah. Coq. Coq. Qu'on appelle coq. Coq. C'est-à-dire für die Deutsche ist es Forme. Voilà. Forme. Coq auf der Hahn heißt auf Französisch le coq. Comme coq au vin? Non. Non, la coque c'est la forme que nous donnons à l'oreille de la lunette. Oui. Au lieu d'avoir une petite oreille standard comme ceci, avec la branche qui vient se prendre sur le côté, là vous avez une matière qui tourne autour comme ça. Ja, de face. Du weißt, es ist nicht geradeaus, es ist ein bisschen round. Und es ist wahrscheinlich teurer deswegen. Okay. Weil es ist schwieriger zu machen. Donc, c'est pas de l'écaille, mais c'est un beau plastique. Es ist keine... Ja.
Alors ça, cette monture, qui pourrait être la vôtre, elle est donc de forme plus ovalisée qu'avait Monsieur Nagis. Donc la vôtre sera faite de manière plus rectangulaire. Deine Brille wird ein bisschen anders sein. Le chausson de cette lunette. Cette monture doit descendre sur votre nez, donc il faudra que je fasse par rapport à ça le nez plus haut de 3 mm pour faire descendre et que la lunette suive bien votre ligne de sourcil ici. Pourquoi son nez est trop bas, c'est ça? Was ist mit meiner Nase? Pourquoi? Pour ma lunette, oui. Ja, für seine Brille, deine Nase ist zu tief. Aha, so, die von Onassis höher? Er muss deine Nase korrigieren. Was, die Nase korrigieren? Ja, aber durch die Brille muss er deine Nase korrigieren. Der kleine Fehler. Et vous avez un nez très fin, très droit. Du hast eine sehr gerade Ich bin ja kein Grieche. C'est plutôt bien, ça. Oui, das ist ein Vorteil, sagt er. Il va me falloir remplir des deux côtés là pour qu'elle vous chausse bien sur le nez, qu'elle emprunte complètement l'angle de nez comme ceci. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ich kann nicht übersetzen. Ja, aber ich habe verstanden. Den Dreiangel der Nase genau. Möchte er. Er muss voll machen. Ja. Alors, votre écart temporal, ici, qui est très important aussi pour centrer votre importance de lunettes, il devra être, en ce qui vous concerne, de 150. 150, etwas. Millimètre. Voilà. Yeah. Millimètre, yeah. Voilà. Millimètre. Donc, il va me falloir agrandir très légèrement les yeux qui sont... les calibres de verre. Ouais. C'est dommage de cacher des beaux yeux clairs comme ça. Oh, hein? Elsa, das ist schade, deine schöne, helle. Das ist süß, ich habe mich fast verliebt. Augen zu verbergen. Ja. Mais les verres seront clairs après. Aber die, on verra vos yeux dessus. Ja. Voilà. Die Glas werden hell. Die Glas werden hell. Man wird besser deine Augen sehen. Ja. Voilà. Ja, und du musst aufpassen auf das Material auch, du weißt, die Farbe, es gibt auch mehrere Farben. Ja, ich möchte die hell, so wie Herr Onassis sie hatte. Ach so, die hell, du weißt, das sind teure. Nein, dunkel ist billig, teuer. Plus no, teurer sind die helle. Die hellen sind teuer, frag es bitte. Ja, klar, Monsieur Bonnet, les plus chers sont les plus clairs ou les plus foncés? Ah oui, plus la monture est claire, plus elle est chère. Parce que... Alors, jede Brille hell ist, ja. Desto teurer ist. Ja, aber Onassis hat die. Et plus elle est grande aussi. Ja. Plus elle est grande, plus elle est épaisse. Und, ja. Und wenn sie auch größer und dicker, sie ist auch natürlich. Teurer. So, Monsieur Onassis hat, quelle couleur il avait, Monsieur Onassis? Oh, d'une couleur moyenne, intermédiaire. Mittelere, er hat mittelere. Aber er hat sowieso 40 Stück gehabt, hein, du weißt. Mais il en avait beaucoup, beaucoup. Une cinquantaine de paires. Er hat 50 Stück. Wie teuer ist das ungefähr? Comment ça coûte? Welche? Die Onassis-Ausgabe. Celle d'Onassis, à peu près, là. Enfin, voyez. Dans une teinte moyenne. Oui, dans une teinte Onassis. Dans une teinte moyenne Onassis, elle coûtera environ 2500 euros. Nur das Gestell. Chez un fabricant. Aber bei ihm, das wäre zwei bis dreimal teurer, wenn du bei einem anderen Optiker durch. Ja. Monsieur Onassis les achetait chez un opticien parisien, rue de la Pompe, et il les payait forcément deux à trois fois le prix qui sortait Monsieur chez moi. Onassis hat in die Pompestraße in Paris das gekauft bei einem Optiker, und das hat zwei bis dreimal teurer gekostet. Ja, eben, hätte er das gewusst, hätte er viel Geld sparen können. Ja. Aber das ist ja ein Problem, was dann die Kasse zu regeln hat, denn ich brauche es ja. Okay, machen wir weiter. Monsieur Schmidt est un petit malin, il m'a trouvé tout de suite, lui. Er sagt, dass du eine kleine Clever bist und du hast ihn sofort gefunden. Er und du bist nicht durch einen... Ja, eben, und nicht so ein teurer Optiker, weil 2500 nur fürs Gestell, das geht ja. 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 Billiger kriegt man es im Kaufhaus auch nicht. Est-ce qu'on trouve moins cher dans un supermarché, enfin, non. Dans une grande maison? Es gibt es gar nicht. Dans une grande maison... Oui, dans un grand magasin. Non, parce qu'ils appliqueront forcément un coefficient multiplicateur par rapport à mon prix. Ja, ce sera toujours plus cher. Ja. Es wird immer teurer sein. Gut, dann machen wir bitte weiter. Okay. Le prix fabricant est toujours le moins cher. Ich frage mal, ob er fertig ist. Oder? Vous avez terminé? Les mesures? Ja. Oui. Ah, c'est terminé. Absolument, oui. Ah, c'est parfait. Ah oui. Das heißt, wir suchen noch die Farbe raus. C'est... Ja. Si... Alors, il dit maintenant, on cherche la couleur.
Du musst die Werbung auswählen. La couleur. Ja. Oder was schlagen Sie vor? Ce qui sera important pour déterminer le prix futur aussi, c'est si vous voulez, par rapport à ce que M. Schmidt va souhaiter, c'est s'il veut, par exemple, si on prend ce modèle de base, peut-être M. Schmidt va souhaiter lui-même faire des branches un peu plus larges ou faire... Frage, ob du willst diese Sache da ein bisschen dicker. Ja, non, 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 le plus, le hammer comme le absolu... La même chose que monsieur Nazis, oui, absolument fermé. Il möchte nichts mehr sehen seitlich. Comme ça, le plus clair possible. Voilà. Il en veut pour son argent. Oui. Oui. Ah, oui. Mais il faut la prendre plus foncée à ce moment-là. Ah oui, mais non, il préfère plus clair, je crois. Ah, très bien. Ersatz, wenn du willst weniger Probleme kriegen, du musst die dunklere. Ja, aber das sieht dann mehr so aus wie normal. Non, non, du weißt, das ist so wie Plastik. Ja, genau. Ça ou ça. Ça ou ça. Très joli. Ça, bitte, er sagt auch, toll. Ça, das ist das. Das ist das. Das ist fantastisch. Aber das ist ein bisschen mehr, du weißt, das spielt ein bisschen, es ist ein bisschen schöner, die da, ne? Welche? Die ist Wahnsinn. Die ist noch teurer. Was kostet die hier? Ja, sie ist teuer, das ist die zweite teure. Alors, welcher Preis wäre mit die da? Et quel prix ça serait avec celle-là? Alors dans celle-ci, elle coûterait 4500 euros, celle-ci 6000 euros. Das ist 6000 euros. 6000 euros. Ja. Und diese? 400, combien? 4500 euros. Ah, 4100. Und diese da? Et cela? Celle-ci, on a dit tout à l'heure 2500. Ah, 2500. Wir nehmen die. Sonst, okay. Sonst wirklich zu protzig. Ja. Ich finde, für 2000 Euro eingestellt ist okay, ist oder? Okay. Auch für die Zuschauer. Avec les branches à la nazis. Oui, oui, avec les branches à la nazis. Avec les branches à la nazis. On pense ça. On pense ça, là. C'est déjà très beau. C'est déjà très beau. Très beau. Oui. Très beau. Es ist schon sehr schön. Es soll nicht protzig wirken. Ja. Ja. 3000 Euro das Gestell. Alors, wie lange dauert das? Ça va durer combien de temps? Pour réaliser cette monture, il me faudrait environ un mois de délai. Oui, un mois. Ça sera pour Weihnachten fertig. Oui, ça sera fait pour Noël. Noël. Oui. Pour Noël. Ah, parfait. Parfait. Pour Noël. Frohe Weihnachten. Un beau cadeau. Oui. Un beau cadeau. Alors, das ist es für, ce sera pour l'instant. Wir sind très bien. Terminé. Oui. Oui. On a fini. Oui, oui, oui. Si vous n'avez pas d'autres désirs particuliers. Non. Wenn du keinen anderen Wunsch hast. Ja, dann kommen noch die Gläser dazu. Voilà. Ja. Und das lassen wir dann hier machen. Ja, mal das die Gläser. Das lassen wir hier machen mal mit den Gläsern. Alors, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Ja, es war eine große Freude, Sie kennenzulernen. Reste. Alles Gute und bis in vier oder sechs Wochen. Oui, alors il vous dit merci et dans 4 ou 5 semaines on se retrouve. D'accord. Alors merci, au revoir. Meine Damen und Herren, Christian Bonnet und gleich. Ah, wir haben noch was Tolles. Ein Tolles, ja. Es geht weiter. Und zwar unser lieber Kollege Peter Helf möchte auch, Weihnachten wird sozusagen für uns dieses Jahr ein Fest, also können wir für Freude kaum noch laufen. Er möchte bis Weihnachten 10 Kilo abnehmen mit einer Ernährungsberaterin, mit einem Fitnessteam. Und er hat bereits angefangen und das ist der Zwischenstand. Das ist der Peter, unser Facility Manager. Auf Deutsch heißt das so viel wie Fazilitätenmanager. Der Peter hat vor kurzem live in unserer Show einen Schwur getan. Dürfen wir wissen, wie viel du wiegst? Ja, natürlich. Ja. 93,5. 93,5 Kilo? Ja. Wie viel sollen runter? Also unter 80, ne? Unter 80? Ja, aber jetzt die Frage, in welchem Zeitraum? Ja, es wäre schön bis Weihnachten. Unter 80 bis Weihnachten. Also rund 15 Kilo in 3 Monaten. Das sind immerhin 30 Pfund. Oder 60 Päckchen Markenbutter. Oder ein voll ausgewachsener Albatros. Ein mutiges Unterfangen, das wir von der Harald Schmidt Show nur unterstützen können. Deshalb haben wir Peter professionelle Hilfe zur Seite gestellt. Dies ist Susanne, Peters persönliche Ernährungsberaterin. Heute treffen sich die zwei für den ultimativen Harald Schmidt Show Kantinenessen Ernährungs-Fitness-Check. Vorspeise Salat. Wie beginnen wir? Ja, was würdest du vorschlagen? Was würdest du vorschlagen nach deinem Gefühl? Würde, was wäre das Beste? Entschuldigung, ich würde ja zunächst mal einen Salat nehmen. Ne? Ja. Da würde ich mischen. Mix it, baby. Mit der Anschütte, da weiß ich nicht, wie viel. Kein Problem. Kein Fett. Ja, kein Fett.
Also ein Salat vorneweg. Ja. Was denkst du, ist da der Vorteil? Wenn du jeden Tag schon mal vorher, sättigt, ne? Das ist sättig, ja. Goldene Abnehmregel 1, Salat sättigt. Also, nehmen wir ein paar Radieschen. Wichtig ist ja, was du immer sagst, dass das Auge mit isst. Goldene Abnehmregel 2, Auge isst mit. Mahlzeit. Oh, ich will nicht stören. Grüß Sie. Ja, guten Tag, Herr Schmidt. Ja, schön, dass ich mal kennenlerne. Ja. Oh, sehr. Das sieht ja schon richtig gesund aus. Ne? Wichtig, Zuspruch. Einfach mal im Vorbeigehen ein aufmunterndes Ah, das sieht ja schon richtig gesund aus, zurufen. Das macht dem Probanden Mut. Hauptgericht, karibischer Schweinerollbraten mit Knödeln und Süßkartoffelpüree. Also ich hätte jetzt von allem etwas genommen. Von allem etwas? Ja, sowohl von dem Vegetarischen als auch von diesem Fleisch. Ja, wunderbar. Beim Fleisch können wir ja ein kleines Stück nehmen. Richtig, genau. Ohne, ja, Soße. Aber isst du nicht gern Soße? Doch, eigentlich schon. Aber ein Löffel Soße? Ein Löffel Soße macht nicht also dick. Mit, ist ja Goldene Abnehmregel 3. Ein Löffel Soße macht nicht dick. Dessert Karamellkuchen. Karamellisiert sind. Einen Löffel geben. Einen süßen Abschluss, wunderbar. So, und für dich auch. Wie viel ist ja hier jetzt wieder die Frage? Wie viel? Ja. Auf wie viel hättest du Appetit? Sag mir mal erstmal, auf wie viel du Appetit hättest. Auf ein ganzes Stück jetzt. Auf nicht, so ein großes? Nein, sicher nicht. Das würde dir reichen. So, die Größe. So, ja. Die wäre doch nur wegen dem Geschmack. Ja. Richtig. Nicht um satt zu essen. Goldene Abnehmregel 4. Nur wegen dem Geschmack, nicht um satt zu essen. Also Peter, wie findest du das jetzt? Wir haben Salat gegessen, wir haben den Hauptgang probiert, alle Töpfe durch, vom Knödel übers Püree und so weiter und sind jetzt beim Dessert angelangt. Bis jetzt ist kein Verzicht. Nein, nicht Askese, sondern Genuss. Genau, man darf ruhig alles essen, nur nicht so viel davon. Oder anders gesagt, weniger ist manchmal mehr. Aber Hauptsache, schmeckt. Wir bleiben dran. Und der aktuelle Stand? Peter hat schon 4,5 Kilo abgenommen. Mit Sport 4,5 Kilo schon abgenommen. Ja. Und er sagt, es macht Spaß, es stresst ihn überhaupt nicht. Nichts. Er ist auf einem guten Weg, er sieht toll aus. Ja, absolut. Und er fühlt sich auch wie neugeboren. Klar. Ich glaube, dass ich mich mit meiner Onassis-Brille ähnlich fühlen werde. Bin gespannt, was der Sender dazu sagt. Ja, wieso soll denn der Sender das zahlen? Ja, wieso? Der Sender bezahlt ja alles, was sie hier in der Show machen. Alles. Ach so, die ist. Ach so, ja, ja. Ja, wieso? Wer soll das denn zahlen? Ich dachte, du hättest sie jetzt privat, aber nee, das ist ja. Nein, das ist ja eine Dienstbrille. Nee, stimmt. Die Gläser, ein Glas kostet bei mir mindestens nochmal 600 Mark. Ja. Ja. Das heißt, da bist du mit der Brille bei 6.000 Mark. Ja. Sage ich natürlich erstmal bei meiner Kasse ein. Klar. Brille, 6.000 Mark und die wird sicher 40 oder 70 Euro tragen davon. Und der Rest dann mit einem Controller vom Sender. Wie eine Brille für 2.000 Euro. Ja, eine Brille. Gibt es eine Brille für 2.000 Euro? Ja, ne. Ich habe noch nie eine Brille für 2.000 Euro gesehen. Ja, ist ja maßgefertigt. Wie maßgefertigt? Ja, da haben wir einen Optiker aus Paris kennengelernt, der hat mir eine Schildpattbrille maßgefertigt. Die kosten eben 2.000 Euro. Ich sag mir, ihr seid wohl hier. Aber so bald Weihnachten. Ihr lest wohl keine Zeitung! Wir sind pleite und dieses Arschloch eine Brille für 2.000 Euro! Schmeißt ihn raus! Ja gut, ich rede mit ihm. Sag du was, du kennst ihn doch. Habt ihr das gewusst? War das genehmigt? Das soll er selber zahlen. Würde ich ja. Aber darf ich nicht, eine Dienstbrille. Klar, natürlich.